So, es ist 18.30 Uhr, heute ist Montag und heute gibt es keine Sonne, Sand am Meer. Heute gibt es wieder Montagsdemo. Ich bin wieder zurück. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich unheimlich, wieder hier zu sein. Das hat mir wirklich 4 Wochen lang gefehlt. Darf an der Stelle auch euch alle begrüßen und auch vor allem diejenigen, die heute das erste Mal hier sind. Wer ist das? Einfach mal Hand hochgeregt. Wer ist heute das erste Mal hier? Herzlich willkommen an alle Neuankömmlinge. Ja, auch herzlich willkommen an die Damen und Herren von der Polizei, die uns heute auch wieder absichern werden. Ja, und an der Stelle muss ich natürlich gleich loswerden. Ein ganz herzliches Dankeschön vor allen Dingen auch an Burkhard, an Conny, an Jochen, die in der Zeit, wo ich Urlaub machen durfte, mich auch vertreten haben. Ja, dann haben wir heute noch Gäste zu begrüßen. Das ist der Markus aus Dresden. Wer ihn noch nicht kennt, er hat also in Dresden als Oberbürgermeister kandidiert. Ist ganz knapp gewesen, dass er es nicht geworden ist, aber verdient hätte er es sich auf jeden Fall. Ja, ist, denke ich mal, auch ganz wichtig, dass Zeichen gesetzt werden, auch wenn die nicht immer gleich zum Sieg führen. Aber steht ja Tropfen höhlt den Stein und ich denke mal, Markus hat da einen Stein in Dresden. Zumindest angefangen zu höhlen. Und das ist gut so. Ja, was organisatorisch ist noch, wir haben mit Burkhard mal drüber nachgedacht, heute aufgrund der Hitze den Spaziergang einzukürzen. Das heißt, wir würden unsere klassische Runde zum Bahnhof laufen und wieder hier zurück und dann die Demo auflösen. Wir würden sozusagen heute auf den unteren Teil verzichten, aber nur, wenn ihr das auch so wollt. Wollt ihr das so? Oder? Also wer ist dafür? Wer ist dafür, dass wir trotz der Hitze alles laufen, komplett laufen? Oh, ist das jetzt Pattsituation? Demokratie! Ja. Also nochmal ganz lautstark. Wer ist für die Verkürzung? Wer ist für die klassische Variante? Das Ding ist durch. Liebe Polizei, wir laufen heute alles. Ja, also das ist das Zeichen, wir laufen heute alles. Ja, dann darf ich erstmal den Burkhard übergeben. Ganz kurz, auch nur was Organisatorisches. Wie ihr merkt, haben wir heute wieder vernünftige Boxen. Das ist doch was. Und das Zweite, was ich kurz loswerden wollte, wir hatten ja vor 14 Tagen im Zusammenhang mit dem Emanuel hier vorne den Hut. Und da sind ganz viele Schenkungen eingegangen und diese Schenkungen, die leiten wir jetzt weiter an die Stadtmission. Das war jetzt dann die Quintessenz aus verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe. Ich denke, ihr seid damit einverstanden. Dort hat er viel Hilfe gefunden und die Organisation wird sicherlich anderen Menschen auch helfen. Und insofern geht die komplette Summe da erstmal hin. Unerwähnt will ich trotzdem nicht lassen, dass auch Einzelpersonen dem Emanuel immer sehr zur Seite gestanden haben. Auch denen sei hier nochmal extra gedankt, auch wenn sie jetzt finanziell nicht bedacht werden erstmal, aber das geht halt einfach nicht. Ja, das war das. So, und jetzt unser Gast. Ja, vielen Dank und ja, vielen Dank Görlitz für die Einladung, dass ich hier Dresden vertreten darf und ein paar Worte an euch richten darf. Erstmal finde ich es super genial, dass auch ihr so zahlreich, Moment, hat der Sender hier, na, versuchen muss man so, dass ihr so zahlreich trotz der Sommerhitze, trotz Ferien hier durchhaltet. Wir haben gerade vorher noch drüber gesprochen, vor zwei Jahren standet ihr hier mit 28 ja, Teilnehmern. Wir standen letztes Jahr in Dresden mit auch so 30, 50 Teilnehmern. Und dieses Jahr seid ihr hier also 250. In Dresden sind wir auch 300 bis 400, je nachdem. Das heißt, so kann es gern von Sommer zu Sommer weitergehen.
dann eine Verzehnfachung, dann sind wir nämlich schon, ja, vielleicht schon nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr so weit, dass wir hier einen großen Volksaufstand haben. In diesem Sinne, haltet durch! Ja, ein Wort liegt mir natürlich persönlich am Herzen und ich hoffe, das nehmt ihr mir auch nicht übel, wenn ich hier nochmal ein Wort zum Michael Ballwegs Inhaftierung sage. Mir geht es jetzt gar nicht darum, hier irgendwie groß auf die Tränendrüse zu drücken oder sowas, aber mir geht es hier mehr darum, ein bisschen dafür zu werben, dass wir uns gegenseitig innerhalb der Freiheitsbewegung nicht zerhäckseln, sondern dass wir liebevoll und respektvoll miteinander umgehen, so wie wir das ja immer selbst proklamieren. Und Michael ist nun mal einer der ersten gewesen, die auf die Straße gegangen sind. Und er hat hier, denke ich, auch Großes geleistet, indem er hier Millionen von uns mobilisiert hat. Und das verdient erstmal unseren Respekt. Und den kann man natürlich am besten dann zum Ausdruck bringen, wenn es solchen Menschen dann schlecht geht oder die in einer Notlage sind, wie nun aktuell er in Untersuchungshaft. Und insbesondere in so einem Moment sollte man zueinander halten, einander beistehen und nicht noch übereinander herziehen oder gegeneinander hetzen. Und ich denke, ich kann es an eurem Applaus ja auch schon ablesen, dass ihr das genau so seht wie ich. Und vielleicht... Und vielleicht hat ja sogar der eine oder andere auch schon eine Karte an ihn geschickt. Die kommt tatsächlich wirklich an und er freut sich darüber. Er hat ja viel Zeit, die dort zu lesen. Und von daher, eine Karte ist schon viel wert als seelische und moralische Unterstützung. Das liest er immer gern. Und ansonsten ist es jetzt natürlich an uns zu zeigen, dass wir selbstständige, eigenverantwortliche Menschen sind, die diese Initialzündung von ihm nur als Anlass genommen haben, um jetzt eigenständig, noch zahlreicher und stärker weiterhin auf die Straße zu gehen, so lange, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben. Seid ihr bereit dafür? Super, das sehe ich ganz genauso und in diesem Sinne möchte ich auch gleich zum nächsten Thema übergehen. Vielleicht habt ihr es heute schon gelesen. Es gibt einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung, jetzt muss ich nachlesen, das sind ja immer kurze Gesetzestitel hier, zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor Covid-19. Dieser Gesetzesentwurf ist von der Ampelkoalition. Und er hat eine Besonderheit oder ja, doch ein was schon aufhorchen lässt. Denn unter anderem neben vielen Verordnungen und anderen Gesetzen wird dort auch das IFSG nochmal angepasst. Und der Teil des IFSGs, in dem es um die sogenannte Impfpflicht, also die Nachweispflicht im Gesundheitswesen geht, der wurde nicht geändert. Und das bedeutet, dass es weiterhin dabei bleibt, dass diese sogenannte Impfpflicht eben im Gesundheitswesen zum Jahresende ausläuft und das, obwohl Lauterbach immer wieder uns Angst einjagen will und damit droht, das verlängern zu wollen. Hier hat sich anscheinend sogar mal in der Ampelkoalition etwas Verstand durchgesetzt oder besser gesagt, der Druck auf der Straße war einfach zu stark, sodass selbst die Regierung nicht dieser Forderung Lauterbachs nachgeben konnte. Und das zeigt, was wir erreichen können, eben wenn wir alle zusammenhalten, wie ich das eingangs bei Michael Ballweg sagte, und zusammen auf der Straße stehen, gemeinsam für unsere Ziele kämpfen und nicht uns gegenseitig zerlegen. Dann können wir die Impfpflicht stoppen, wir können
wir können unsere Grundrechte zurückfordern, wir können die Gewaltenteilung wiederherstellen, wir können sogar noch viel mehr, ein souveränes Deutschland, die Umsetzung von Artikel 146 Grundgesetz und noch viel mehr erreichen, wenn wir einfach nur zusammenstehen und uns nicht unterkriegen lassen. Dann, nämlich genau dann, können uns solche, ja, ich nenne es mal Ablenkungsmanöver, wie sie auch gerne ja gestartet werden, insbesondere von jungen Grünen, nicht vom Kurs abbringen. Jetzt neulich erst wieder wurde doch tatsächlich gesagt, dass die Affenpocken nicht mehr Affenpocken genannt werden sollen, weil das diskriminierend wäre. Mein erster Gedanke war natürlich, wieso diskriminierend? Diskriminieren wir damit jetzt die Affen? Was haben wir, seit wann ist das diskriminierend? War mir nicht klar. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass das diskriminierend sei, weil ja die meisten Affen in Afrika leben würden und deswegen damit die Afrikaner diskriminiert werden würden. Ich, keine Ahnung, wo der Zusammenhang ist, fragt mich nicht, aber es ist einfach nur wieder grüner Kauderwelsch, den da irgendjemand von sich gegeben hat, der anscheinend noch nie in seinem Leben wirklich hart selber arbeiten musste und sich mit den ernsthaften Problemen des Alltags, seiner eigenen Existenz und der Zukunft seiner eigenen Kinder beschäftigen musste. Also ich nenne die Affenpocken deswegen auch weiter Affenpocken. Das hat für mich nichts mit Afrikanern zu tun. Es ist nun mal ein Name und die Hessen Affenpocken, Punkt aus. Und in diesem Sinne freue ich mich, heute bei euch sein zu können, euch hier in Görlitz unterstützen zu dürfen bei eurem Widerstand hier auf der Straße. Und deswegen ganz am Schluss noch zwei Hinweise, Terminhinweise. Ich würde mich umgekehrt freuen, wenn ihr uns alle unterstützt am 20.08. in Nürnberg zum 75. Jubiläum des Nürnberger Kodex. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Datum, insbesondere weil von der Leyen wohl schon in Erwägung gezogen hat, den Nürnberger Kodex temporär auszusetzen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Der Nürnberger Kodex, der bei den Nürnberger Prozessen extra aufgesetzt wird, dass nie wieder solche grausamen Verbrechen an Menschen begangen werden können von Medizinern, wie das im Dritten Reich der Fall war, den erwägt jetzt tatsächlich die EU-Parlamentspräsidentin außer Kraft zu setzen, um hier eine wahrscheinlich dann Impfpflicht gegen was auch immer, Affenpocken oder Corona, Covid-22 oder was auch immer, durchsetzen zu können, soll außer Kraft gesetzt werden. Das ist einfach nur widerwärtig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir an diesen Nürnberger Kodex erinnern. Deswegen würde ich mich freuen, euch alle am 20.08. in Nürnberg wiederzusehen. Und ein zweites wichtiges Datum noch ganz kurz zum Schluss. Am 29.10. findet unsere große Jubiläumsdemo in Dresden zum dritten Mal statt und wieder auf dem Theaterplatz. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Vielen Dank, Görlitz! Ja, danke, Markus. Ich habe die Zeit mal genutzt, außer um zuzuhören, auch mal in die Runde zu schauen. Ja, wir haben heute wieder Plakate hier, die sich in Richtung Pflegebereich gehen. Wir haben auch Sachen zum Thema Krieg hier mit dabei. Und da ist mir wieder eins eingefallen, was ich heute ganz sicher nicht vergessen wollte. Wir haben am Anfang unserer Demonstration immer wieder gesagt, es ist eigentlich vollkommen egal, warum ihr hier seid. Für den einen ist es wichtig, vielleicht gegen das zu sein, für den anderen ist es wichtig, gegen das andere zu sein. Hauptsache ist, dass wir hier sind. Und wir haben das eigentlich immer mit einer Schweigeminute besonders gewürdigt. Wir haben einfach mal für eine kurze Zeit nichts gesagt, dass jeder, der hier ist, einfach mal in sich gehen kann und das Thema, was für ihn wichtig ist, einfach mal mental auf den Tisch holt und drüber nachdenkt. Weil, was wir ganz sicher nicht wollen, ist, dass wir alle nur uniform
wegen einem Thema hier sind und ein Thema alle gleich gut oder gleich schlecht finden. Wir sind dafür, dass wir verschiedene Meinungen vertreten wollen und auch dürfen und uns trotzdem lieb, nett und respektvoll unterhalten miteinander. Deshalb bitte ich euch einfach mal an die alte Tradition anzuknüpfen und einfach mal ganz kurz in euch zu gehen. Dankeschön. Ja, ich habe so viel noch. Danke. Ich habe so viel noch im Kopf, was ich euch sagen möchte. Ich hoffe, ich vergesse nicht alles. Ganz wichtig vor allen Dingen der Olaf. Der Olaf hat mich gebeten oder mich gefragt, ob es möglich ist, dass derjenige, der den Song montags früh bei uns immer singt, montags vor der Demo immer singt, auch mal persönlich bei uns vorbeischaut. Ja. Das hat der Olaf möglich gemacht. Am 8.8. kommt wohl dann der Sänger Yang Song. Ihr kennt ihn besser vom Namen her als ich. Ich helfe mal kurz als Dresdner aus. Er ist ja aus Dresden, Yang Song King. Genau, der ist das. Also der kommt wohl am 8.8. und der wird dann auch bei uns singen. Ja, an dem Tag werden wir auch für ihn dann wieder sammeln. Ganz wichtig, Burkhard hat es auch schon gesagt, wenn wir hier zum Sammeln aufrufen, dann handelt es sich hierbei um Geschenke, die ihr an uns macht. In einem guten Glauben sicherlich, dass wir das Geld auch richtig einsammeln. Ich will euch auch sagen, warum. Das Finanzamt Görlitz ist an mich herangetreten, ich sollte doch meine Steuererklärung überarbeiten, weil ich hätte ganz viele Einnahmen, die ich nicht angegeben habe. So zumindest hat man mich angezeigt. So ist es in diesem Leben, in dieser Stadt. Ja, also, wenn ihr bei uns was gebt, es ist ein Geschenk, keine Spende in diesem Sinne, wie man eigentlich sonst an gemeinnützige Organisationen spendet. Ja, was ist sonst noch wichtig? Ich habe euch schon gesagt, ich habe immer regelmäßig im Urlaub an euch gedacht. Eins, was ganz toll war, ein tolles Erlebnis für mich, ich habe mich da mal in so einer Therme ausgeruht, früh bei den Zeiten ins warme Wasser gestiegen, unter freiem Himmel. Und da lag schon einer drinnen, ein Italiener. Und der Italiener konnte leider nur Englisch. Ich nicht besonders gut, aber irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt, uns zu verständigen. Und es war zufällig einer, deswegen habe ich es auch mit ihm im Wasser ausgehalten, der ähnlich getickt hatte wie ich. Das heißt, er hat seine Arbeit im Frühjahr diesen Jahres verloren. Er arbeitete als Radiologe und ist nicht geimpft und ist deshalb gekündigt worden. Sein Kollege war geimpft und steht jetzt Kopf, weiß also nicht mehr, was er zuerst tun soll. Er hat jetzt unbezahlt frei, kommt aber wohl trotzdem ganz gut hin. Ich habe ihn auch eingeladen, hier bei uns montags mal mitzulaufen. Vielleicht nimmt er die Einladung wahr und kommt mit vorbei, damit er sieht, dass wir auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Auch wenn die Probleme für einen Moment mal nicht ganz so krass zu sein scheinen. Ja, wenn ihr es mitbekommen habt, vielen Dank an die Dame hier vom Gesundheitspersonal, sage ich da bloß, die heute auch wieder hier ist. Aber leider gab es heute das erste Mal seit längerer Zeit keine eigene Demo vom Klinikum hierher. Ja, Markus hat es auch schon gesagt, es ist wohl so, dass man die einrichtungsbezogene Impfpflicht plant, auslaufen zu lassen. Was sicherlich für viele Grund genug ist, sich einfach mit der Lage nicht mehr zu beschäftigen. Warum? Es geht ja nicht mehr um die eigene Person, die von diesen Maßnahmen bedroht ist. Das ist menschlich nachvollziehbar und denke ich mal auch nicht zu kritisieren. Aber schade, weil nur wenn wir so viele bleiben, wie wir sind und noch ein bisschen mehr werden, werden wir auch die Chance haben, unsere Thematik medial vorzubringen und vor allen Dingen auch genug Druck auszuüben, um Veränderungen zu erreichen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, ja, was hat es denn gebracht? Doch, es hat was gebracht. Wir haben eine Impfpflicht abgebogen für verschiedene Jahrgänge, die drankommen sollten. Und wir haben es geschafft, dass wir gelernt haben, zusammenzustehen in guten und in schlechten Zeiten und auf Position zu sein,
wenn es im Herbst sollte wieder losgehen mit sinnlosen Maßnahmen, mit Lebensmittelrationierung vielleicht sogar, mit ihr müsst doch frieren für den Krieg und anderen unsinnigen Schwachsinnigkeiten. Und das ist ein ganz tolles Ergebnis, was wir uns alle hier gemeinsam über die letzten 2 Jahre erarbeitet haben. Und ich hoffe auch, dass wieder die Pflegekräfte, wenn auch unorganisiert, hier vorbeikommen. Was auch ganz toll ist, ich habe letzte Woche mit 2 Menschen Kontakt gehabt, die ich gut kenne. Beide laufen leider montags hier nicht mit, aber die haben ihre Anerkennung zum Ausdruck gebracht, dass wir es geschafft haben, wirklich 2 Jahre lang hier standhaft zu spazieren. Und dafür auch an euch nochmal ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns hier nicht alleine lasst und im Stich lasst. So, jetzt darf ich wieder einen Löffel abgeben und Ingrid mal nach oben bitten. Ich wollte noch einiges zur Immobilienzählung, also Zensus 22, ergänzen. Wer das online ausfüllt, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Daten in die USA übertragen werden auf den amerikanischen Server Cloudflare. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Cloudflare ist ein US-amerikanisches Unternehmen und ich weiß nicht, warum die Amerikaner über unsere Immobilien hier Einsicht haben wollen. Würde ich mich mal an Behörden und Ämter Fragen stellen. Das Grundbuch ist digitalisiert, würde ich mir auch mal Fragen stellen, wo unsere Daten hingegangen sind und warum wir darüber nicht informiert werden. Weiter geht's. EU-Vermögensregister, deutsches Immobilienregister und geplante Enteignung. Das EU-Vermögensregister soll 2023 in Kraft treten. Ziel ist es, alle Vermögen aller EU-Bürger zu erfassen. Es kommt klammheimlich zwischen Corona und Ukraine-Konflikt und dürfte wohl den gravierendsten Einschnitt hier überhaupt darstellen. Der Umfang der Datensammlung ist erschreckend. Nicht erfasst werden sollen private Vorräte an Lebensmitteln. Die wird es sowieso bald nicht mehr geben. Zur Drucksache 20/1513 der Bundesregierung. Zentrales Immobilienregister sofort einführen. Wer weiß davon? Niemand. Fakt ist, dass jetzt hier ein europaweiter Austausch der Daten sicherzustellen ist. Die Linken haben das im Bundestag eingebracht. Dazu heißt es im Punkt 2, was jeder wissen sollte, die Nichteinhaltung der gesetzlichen Eintragungspflicht. Das heißt, wer sich dem deutschen Immobilienregister verweigert, wird erstens mit Bußgeldern geahndet. Und zweitens soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, wo drin steht, wer sich dem deutschen Immobilienregister verweigert, dessen Immobilie wird in kommunales Eigentum übergehen. Das nenne ich mal Enteignung. Wie soll das Ganze vonstatten gehen? Enteignung durch das Lastenausgleichsgesetz. Die Grundlage bietet das Lastenausgleichsgesetz, zuletzt geändert durch Artikel 211 und Sozialgesetzbuch 14. Buch § 24, geändert durch Artikel 49 vom 20.08.2021. Gültig ab 01.01.2024, kann jeder googeln, ich habe hier sogar die Internetadresse angegeben. Vorgehensweise, Vermögenserfassung, Grundbesitz, Bankguthaben, Immobilien, Edelmetalle, Aktien, Kryptowährung, Antiquitäten. Auf Basis aktualisierter Grundsteuerdaten, mittels Auskunft der Finanzämter, Banken und Händler und über Selbstauskunft.
Zweitens, Zahlungsbescheide. Eintragung von Zwangshypotheken in eure Grundbücher. Pfändung von Guthaben. Drittens, Vollzug. Reparatur durch Regierung verursachte Schäden unter dem Deckmantel einer Pandemie. Schadensersatzansprüche nach Impfschäden. Vertuscht, verursacht durch Big Pharma und Regierung. Dafür sollen wir dann aufkommen. Dazu noch mal kurz, Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, meldete 2,5 Millionen Impfschäden in Deutschland in 2021. Das dürfte bei Weitem, die Dunkelziffer dürfte bei Weitem noch höher liegen. Dafür sollen wir dann bluten. Diesbezügliche Veröffentlichung von dem sogenannten Korrektiv- oder Faktencheckern zur Verschleierung der Faktenlage sind Falschaussagen. Die Medienpolizei wird von dem Milliardär Soros und seinem Think Tank, der Open Society Foundation, Pierre Omidia, dem EBIT-Gründer und weiteren Big-Tech-Firmen sowie Medienanstalten finanziert. Dazu gab es noch in den Medien pünktlich zur Immobilienabfrage, hat jemand veröffentlicht, dass Verwaltungsgemeinschaften ein Schreiben von dem Landrat in Eichsfeld, dass der Zustrom an Flüchtlingen aus Ukraine, arabischen Raum und aus Afrika ungebrochen anhält und wir diese in unseren Wohnräumen unterzubringen haben. Dazu hat er hier schon Termine bereitgestellt und fährt seine einzelnen Gemeinden ab. Unglaublich! Hinter dem Zensus verbirgt sich der Migrationspakt von Marrakesch von 2018. Allen voran damals Angela Merkel. Flüchtlinge als geopolitisches Druckmittel. Mit einer gesteuerten Lebensmittelkrise oder Hungerkrise, wie das jetzt auf uns zukommt, speziell in Afrika, werden neue Flüchtlingsströme nach Deutschland ausgelöst und die innere Sicherheit destabilisiert oder zerstört. Das wird zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen und Unruhen oder Verwerfungen im Land führen. Und das ist gewollt. Was man dazu wissen sollte, die niederländische Regierung zwingt künftig Bürger zu Migrantenaufnahme in den eigenen vier Wänden. Dazu haben die im Parlament ihr Gesetz von 1952 durchgeboxt. Darin heißt es, dass Flüchtlinge zwangsweise in Privatwohnungen unterzubringen sind. Das kommt dann bei uns auch. Was man dazu wiederum noch wissen sollte. Neues Inlandkommando hetzt die deutsche Regierung bei Unruhen die Armee aufs eigene Volk. Die Meldung erschien am 15. Juli in unabhängigen Medien in Österreich. Am 13. Juni verkündete die Ministerin of Defense, Christine Lamprecht, die ja, wie wir wissen, einen Besenstiel vom Maschinengewehr nicht unterscheiden kann, die Aufstellung eines territorialen Führungskommandos der Bundeswehr zum 1. Oktober 2022, also demnächst, unter dem Deckmantel Heimatschutz und Ukraine-Krieg. Das Kommando führt Carsten Breuer an. Seine Aufgabe bisher war es übrigens, die Bundeswehr in Altenheimen also mitzuhelfen, aber unter anderem auch Handydaten auszulesen zur Erstellung von Bewegungs- und Verhaltensprofilen von Personen, die sogenannte Dienstleister für einen aufkommenden Krieg operativ nützlich sein könnten. Was uns nach der Wohnungsabfrage erwarten soll. Gesteuerte Lebensmittelkrise, Hungersnot in Afrika, Auflösen von Migrationsströmen nach Deutschland, Massenmigration als Waffe und geopolitisches Druckmittel, Enteignung Wohnraum, Bereitstellung für Afrikaner, Unruhen, Verwerfungen, bürgerkriegsähnliche Zustände, also Destabilisierung der inneren Sicherheit.
Einsatz von Militär, der vielleicht sogar noch eventuell den Übergang in eine Militärdiktatur sichern soll. Es ist daher generell zu befürchten, dass das neue Bundeswehrkommando zur militärischen Schutztruppe der Bundesregierung aufgestellt wird, um das eigene Volk bei absichtlich herbeigeführten Unruhen niederzuschlagen. Das war's von meiner Seite. Ich will nur ganz wenige abschließende Worte dazu sagen. Merkt ihr es? Wir stehen hier nicht nur da, weil wir gegen Impfpflicht sind. Es geht um den großen Reset. Und der betrifft die Punkte, die gerade genannt worden sind, und unzählige mehr. Ich will noch was zum Thema Impfung ganz kurz sagen. Gestern habe ich in den Alternativmedien erfahren, dass Schweden als das erste Land die Affenpocken als gefährliche Krankheit eingestuft hat. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere davon gehört hat, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wiederum alle Maßnahmen möglich sind, die wir schon dabei sind, hinter uns zu haben oder zu denken, hinter uns zu haben, ganz schnell mal wieder über die Affenpocken eingeführt werden können. Also weckt euch nicht in der Illusion, hier ist alles vorbei. Es fängt alles immer wieder neu an. Und mit den alten Themen und mit verschiedenen neuen Themen. Die nächste Nachricht, die ich auch nicht ganz uninteressant fand. Das Weltwirtschaftsforum hat seine Vasallen in den weltweiten Regierungen, wir wählen ja keine Bürgervertreter mehr, wir wählen ja jetzt nur noch Vertreter des Weltwirtschaftsforums. Jeder, der zur Wahl geht, der müsste das wissen. So, und die Vasallen, ob das ein Lindner und Co. und wer auch immer ist, ob das in Deutschland ist, ob das in, weiß ich, Portugal, Spanien oder sonst wo ist, denen ist bestimmt gerade wieder mitgeteilt worden, das Auto als Privateigentum soll jetzt mal langsam abgeschafft werden. Die Leute sollen zu Fuß gehen. Also nicht nur, dass wir versuchen wollen, unsere Wohnungen und Häuser zu enteignen, die werden noch viel, viel weitergehen. Und jeder, der hier steht, der muss sich darüber im Klaren sein. Es gibt unzählige Themen, hat alles mit dem Great Reset zu tun, und gebt euch nicht der Illusion hin, denn wenn hier eine Lockerung passiert, dass wir am Ende sind und alles gewonnen haben. Nein, mit Sicherheit nicht. Es geht weiter Stück für Stück, und deswegen brauchen wir euch auf der Straße. Euch, die zeigen, dass wir kapiert haben, um was es geht und nicht so dumm sind, wie wir aussehen. Alles korrekt. Ganz kurze Zusammenfassung, um das Ganze jetzt hier abzuholen. Energiekrise, vorsätzlich durch ideologisch, demagogisch verblendete und verblödete Grünen und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel spielen können. Wirtschaftskrise, vorsätzlich durch ideologisch, demagogisch verblendete und verblödete Grünen und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel spielen können. Lebenskrise, vorsätzlich durch ideologisch, demagogisch verblendete und verblödete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen die Fresse halten, uns kontrollieren lassen, spritzen lassen, unsere Gesundheit ruinieren lassen, enteignen lassen, geistig und kulturell entwurzeln lassen, vegan, industriell hergestellten Dreck fressen, Wiederholung vom letzten Mal, und uns nicht frei bewegen können, nicht mehr für unseren Lebensunterhalt und den unserer Familien sorgen, ihre Regeln niemals hinterfragen. Meine einzige Forderung, weg mit den Grünen und Linksfaschisten, weg mit den Terroristen, Erpressern, Kriegstreibern, den Waffenhehlern, Drogenhändlern, den Dieben, den Vermummten, Mitläufern und Speichelleckern, weg mit Partei und Staatsführung. Ich fordere die strikte und uneingeschränkte, unverhandelbare Anerkennung und Durchsetzung der Grund-, Freiheits- und Menschenrechte. Ich fordere Verantwortung und Selbstbestimmung.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo ist sie eigentlich bei so vielen? Ich würde sagen, wir suchen sie jetzt unterwegs. Mensch, toll, ihr habt ausgehalten bei der Hitze über eine halbe Stunde. Heute haben wir wieder viel erzählt, aber manchmal ist es so. Wir wollen jetzt spazieren gehen. Ich baue schnell noch die Technik ab. Ihr könnt euch schon mal langsam in Position bringen. Die Bitte habe ich natürlich wieder, wenn irgendwie was unterwegs passieren sollte, Wassergeschosse oder wie auch immer, sagt mir bitte gleich Bescheid. Ich werde im hinteren Bereich des Umzugs sein, damit ich dann entsprechend auch mit der Polizei reagieren kann. Also lasst uns gemeinsam friedlich und andenklich spazieren. Bis später. Thank you.
Gruppe. So, liebe Leute, wir haben es wieder geschafft. Wir sind wunderbar spazieren gegangen, alles war friedlich. Ich darf dann ganz offiziell die Veranstaltung heute beenden. Und ja, wir freuen uns auf euch, wenn ihr nächste Woche Montag wieder hier seid. Seid so lieb, auf Anweisung der Polizei wollen wir euch sagen, wir sind noch die Straße zu räumen. Wenn ihr euch noch unterhalten wollt, dann gerne nutzt die Bürgersteige dazu. Bis dahin, besten Dank, alles Gute, tschüssi. Wer noch Armbinden hat von mir, bitte wieder zurück fürs nächste Mal.